Traumberuf Schwimmmeister. Für Philipp Hesse beginnt der Arbeitsalltag ganz unspektakulär. Er steigt ins Boot und rudert zur Insel auf dem Schleichersee, um dort nach dem Rechten zu schauen und sauber zu machen. Der Fachangestellte für Bäderbetriebe, so seine korrekte Berufsbezeichnung, ist seit 2013 nach einer Umschulung an Bord. Früher war er Soldat bei der Bundeswehr. Bevor die ersten Badegäste kommen, nimmt der 30-Jährige Wasserproben im Kinderbecken. Jeden Morgen die gleiche Prozedur. Kontrolliert werden der pH-Wert und der Chlorgehalt. Dreimal am Tag müssen die Werte ermittelt werden. Ist alles in Ordnung, werden die Becken freigegeben. Auch vergessene Sachen der Badegäste sind ein Fall für den Schwimmmeister. Werden sie nicht abgeholt, kommen sie ins städtische Fundbüro. Damit die Kleinsten ihren Spaß haben, repariert Philipp Hesse auch die Spielgeräte am Sandufer und stellt neue auf. Er und seine Kollegen sind so etwas wie die guten Seelen der Bäder, umgangssprachlich auch Bademeister genannt. Zu ihren Aufgaben gehört es auch, mehrmals am Tag die Wassertemperatur zu messen. Neben der Lufttemperatur ist das ein Service für die Badegäste. Philipp Hesse macht Dienst in allen Freibädern der Jena Bäder- und Freizeitgesellschaft. Den Schleichersee mag er besonders. Ja, man muss hier nur herkommen. Das ist eine Kulisse wie im Urlaub. Wunderschön, dieser See, wenn die Sonne drauf scheint und der Strand dazu. Wirklich herrlich. Wirklich da arbeiten quasi, wo andere Urlaub machen. Das ist wirklich traumhaft. Aber es ist halt auch eine sehr, sehr hohe Verantwortung. Also es ist eine riesen Wasserfläche. Tausende von Besuchern haben wir hier regelmäßig. Es ist halt eine hohe Verantwortung, aber die macht den Beruf auch aus. Der Schleichersee hat viele Stammgäste. Einer von ihnen ist Volker Arzt. Man kennt sich und redet über die Welt und das Wetter. Vor 30 Jahren entdeckte er das Schwimmen und das Südbad für sich. Der heute 68-jährige Jena kam nach einem Bandscheibenvorfall zum regelmäßigen Schwimmen. Volker Arzt zieht zwischen Mai und September fast jeden Tag seine Runden im Schleichersee. Außerhalb der Freibadsaison besucht er das Galaxy. Schwimmen ist zu seiner Leidenschaft und das Südbad in mehrfacher Hinsicht zum geliebten Ort geworden. Es sind drei Dinge. Das erste ist diese große Wasserfläche. Selbst an heißen Sommertagen mit über 3000 Badegästen hat man kein Problem, seine Bahnen in Ruhe zu schwimmen. Das zweite ist diese wunderbare Umgebung, einesteils mitten im Grün gelegen, andererseits aber auch, obwohl Großstadt, im Zentrum der Stadt gelegen, von allen Seiten gut erreichbar, auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Und das dritte ist das Personal. Das Personal, also die Schwimmmeister, die sehr aufmerksam, entgegenkommend, sehr freundlich sind, aber auch das technische Personal, insbesondere das Personal, was diese ganze Anlage hier pflegt und in Schuss hält. Im Wonnemonat Mai wurde am Schleichersee mit 11.800 Gästen ein Besucherrekord aufgestellt. Ein guter Start in die Badesaison 2018. Die Schwimmmeister haben immer ein Auge auf das Geschehen im und am Wasser und tragen große Verantwortung auf ihren Schultern, damit Sommer, Sonne und Badestrand eine sichere Sache sind.